Hallo und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier ist Jörg Dechert. Hier sind 10 Minuten Zuversicht für deine neue Woche. Ach, wenn doch im Leben manchmal einfach mal die Dinge einfacher werden. Hast du auch schon mal so geseufzt? Ich weiß nicht, was bei dir gerade so anliegt, was bei dir gerade so bevorsteht, was so in diesen Tagen deine Herausforderung vielleicht ist. Vielleicht kämpfst du dich gerade durch eine herausfordernde Situation im Job, am Arbeitsplatz, stolperst dich durch eine Beziehungskrise oder du lernst gerade für eine Prüfung oder vielleicht erduldest du gerade auch Schmerzen und eine chronische Krankheit. Ich glaube, du und ich wissen, wenn wir ehrlich sind, unser Leben ist immer wieder voll mit solchen Momenten, Phasen, richtigen, längeren, steinigen Strecken auch. Du und ich, wir wissen das. Aber wissen wir auch, was uns hilft, in solchen Phasen durchzugehen, vorwärts zu gehen, den Mut nicht zu verlieren? Ich glaube, ganz ehrlich, da sind wir alle lebenslang Lernende. Auch als Christ sage ich ja, es gibt steinige Wege, auf denen ich ringe und kämpfe. Auch als Christ kann ich nicht sagen, Gott macht mir das einfach alles leicht und ebnet mir den Weg. Auch als Christ habe ich die Erfahrung gemacht, es gibt eine Kraftquelle, es gibt Mut und Zuversicht, auch auf den steinigsten Strecken. Und das ist das Danken. Klingt komisch, habe ich auch erst gedacht, aber ich zeige es dir hier im Neuen Testament im Brief von Paulus an eine der ersten christlichen Gemeinden in der griechischen Stadt Kolosse. Kolosser Brief, Kapitel 4, Vers 2. Ich lese das mal vor. Da schreibt Paulus: Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Der Apostel Paulus bindet hier drei Dinge zusammen: das Beten, die Dankbarkeit und die Wachsamkeit. Und diese Kombination, diese drei Dinge zusammen, sind für ihn eine Kraftquelle für die steinigen Streckenabschnitte in deinem und in meinem Leben. Nehmen wir es mal ein bisschen auseinander. Beten mit aller Ausdauer, das heißt, Beten ist kein Geschäft, was man mal so verrichtet, was dann abgeschlossen ist. Kein Ritual, was man durchführt, absolviert. Ist kein Punkt auf der Checkliste, den ich irgendwie abhaken kann und dann war es das. Sondern Beten ist eher so etwas wie Atmen, eine eingeübte Gewohnheit, ein Lebensrhythmus, eine Lebensgewohnheit. Beim Beten, da geht es um Kontinuität, um Dranbleiben, always online mit Gott sozusagen. Betet mit aller Ausdauer. Das heißt, hey, sei dir bewusst, dass Gott in jeder Sekunde ganz nah bei dir ist. Ja, auch auf den steinigen Strecken. Bei jedem einzelnen Schritt. Und du kannst ihm auf jedem einzelnen Schritt sagen, was du gerade denkst und fühlst und erlebst. Und vielleicht klingt das für dich gar nicht so wie ein Gebet, wenn du Gott zum Beispiel sagst, Gott, dieser Tag heute, ganz ehrlich, der fällt mir unheimlich schwer. Ich weiß, dass du das siehst, aber ich wollte das einfach mal sagen. Auch das ist ein Gebet. Auch das ist Beten mit aller Ausdauer. Die zweite Zutat von Paulus, die Dankbarkeit. Wenn du so mit Gott auf Tuchfühlung durch so einen Tag gehst, always online, ihm sagst, was du gerade erlebst, dann wirst du, davon bin ich felsenfest überzeugt, dann wirst du immer wieder auch auf Dinge stoßen, für die du eigentlich dankbar sein kannst. Glaubst du nicht? Hier ist ein Experiment und ich habe das selber mal ausprobiert. Du nimmst eine DIN A4-Seite oder dein Smartphone und dann nimmst du dir 10 Minuten Zeit und setzt dich hin und überlegst dir, wofür kann ich in der jetzigen Station meines Lebens eigentlich dankbar sein? Und dann schreibst du es auf. Und am Anfang dauert das vielleicht 10 Sekunden oder 15, bevor dir so wirklich was einfällt. Und dann dauert es nochmal 10 Sekunden, bevor dir die zweite Sache einfällt. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Abstände werden immer kürzer, die Seite wird immer voller und am Ende wird sie nicht reichen. Dieses DIN A4-Blatt wird am Ende nicht reichen. Und ich fordere dich heraus, probier das einfach mal aus. Kostet dich 10 Minuten deines Lebens, ist eine ganz interessante Erfahrung. Wir können für viel mehr Dinge dankbar sein, auch auf unseren steinigen Strecken, unseren steinigen Lebensabschnitten, als wir oft so vorher denken. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, ich kann ja nicht immer einen Zettel und einen Stift mit mir rumschleppen. Stimmt, deswegen formuliert Paulus hier noch ein drittes Element neben dem Beten und der Dankbarkeit, was zu dieser Kraftquelle gehört, und das ist die Wachsamkeit. Wachsamkeit, das bedeutet, bleibt aufmerksam für das, was euch auf der steinigen Strecke unterwegs begegnet. Bleibt aufmerksam, wofür ihr dankbar sein könnt. Überseht das nicht. Rechnet damit. Bleibt da hellwach. Bleibt sensibel dafür. Nehmt das immer wieder in den Blick. Mit oder ohne DIN A4-Seite. Und ich finde das eine spannende Kombi. Beten, Dankbarkeit, Wachsamkeit. Diese drei zusammen sind eine Kraftquelle für dein Leben, für mein Leben, um auch auf den steinigen Strecken des Lebens dankbar zu sein, Dankbarkeit zu finden und neue Kraft, neuen Mut zu finden, weiterzugehen. Und ich lade dich ein,
damit darüber, mit Gott ins Gespräch zu kommen, jetzt zusammen zu beten. Und wie immer bei Echtzeit, kling dich einfach ein in die Worte, die du mich beten hörst, und mach so auch zu deinem Gebet. Gott, ich sag dir Danke für deine Nähe. Danke, dass es keine Sekunde meines Lebens gibt und keinen Meter meines Weges, auf dem du nicht bist und den du nicht kennst. Und wo du das nicht hörst, was ich dir sage und was ich mit dir teile. Und ich bitte dich um Mut, das immer wieder zu tun. Und ich bitte dich auch um offene Augen der Dankbarkeit für die guten Dinge, die du an diesen Weg legst, auch wenn ich die manchmal vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sehe. Ich will dankbar sein. Ich will deinem dankbaren Herz auch durch die steinigen Strecken meines Lebens gehen. Und deswegen bitte ich dich für mich und für jeden, der jetzt mitbetet, um Wachsamkeit, um Aufmerksamkeit, Sensibilität, um es darum hinzuschauen und dauerhaft hinzuschauen auf das, was du in meinen Weg legst, in unseren Weg legst. Danke, dass du das gerne machst. Amen. Also welchen Weg auch immer du in den nächsten Tagen nehmen wirst, was auch immer so vor dir liegen wird, übersieh nicht die kleinen Portionen von Gottes Zuwendung zu dir, die Gott so am Wegrand verteilt hat. Und ich wünsche das, dass du auf diesem Weg beten kannst, dankbar sein kannst, wachsam bleiben kannst. Vielleicht nimmst du diesen Satz mit für die nächsten Tage. Gott danken heißt tanken, Zuversicht tanken. Das wünsche ich dir. Und Gottes Segen wünsche ich dir und den spreche ich dir jetzt noch gerne zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen.